Von Nanatsu no Ko über das Organisationsmitglied Kier hin zu dem Showdown vor der Dedektai Mori. Heute Detektiv Conan Black Impact in Minuten. Conan, Ran und Kogoro lernen über Yoko Okino, die Nachrichtensprecherin Mizuna Shirina, kennen, die den berüchtigten schlafenden Detektiv um einen Gefallen bittet. Kogoro soll für sie das Rätsel bezüglich merkwürdiger andauernder Klingelstreiche bei ihr zu Hause lösen, die schlussendlich nur von einem kleinen Jungen ausgehen. Dieser wollte Mizuna Shirina eigentlich nur helfen, indem er sie rechtzeitig für ihre Sendung Morning Seven weckt, da sie eben seiner verstorbenen Mutter ähnelt. Rena hingegen erinnert der kleine Junge dabei an ihren kleinen Bruder, der vielleicht ja noch eine Rolle spielen wird. Da das Rätsel gelöst ist, machen sich Conan, Ran und Kogoro wieder auf den Weg nach Hause, doch dann plötzlich ertönen Geräusche durch Conans Brille. Mizuna Shirina, welche auf die Wanze getreten ist, die Conan zuvor platziert hatte, um den Klingelstreich aufzudecken, dann aber vergessen hatte, diese zu entfernen, schreibt eine Nachricht auf ihrem Handy, wobei die Melodie von Nanatsu no Ko ertönt. Zudem erhält sie daraufhin einen Anruf, entschuldigt sich für ihre Abwesenheit und sagt, dass sie wie geplant um 10 Uhr am Treffpunkt sein wird. Hierbei beendet sie das Gespräch, indem sie den Namen des Gesprächspartners nennt, nämlich Jin. Conan ist also tatsächlich zufällig auf ein Mitglied der schwarzen Organisation getroffen. Durch seine Radarbrille kann er zudem Mizuna Shirina verfolgen und bittet Professor Agasa um Hilfe, woraufhin dieser sofort mit seinem Käfer zu Conan fährt. Nach einer kurzen Lagebesprechung freut sich Agasa über die spontane Möglichkeit, neue Informationen über die Männer in Schwarz sammeln zu können. Doch Conan ist alles andere als begeistert, denn die Situation ist extrem gefährlich. Sollte der Organisation nämlich die Wanze an Mizuna Shirinas Schuh auffallen, würden sie denken, jemand habe sie dort absichtlich angebracht, um sie auszuspionieren, wobei der Verdacht sofort auf Kogoro Mori fallen würde, da dieser die letzte Person war, mit der Rena in Kontakt war. Conan muss also dringend die Wanze entfernen, damit Kogoro und sein Umfeld nicht in Gefahr geraten. In dem Moment hört Conan über seine Radarbrille, wie Mizuna Shirina in einer Tiefgarage auf ein weiteres Auto trifft, den Porsche 356A von niemand geringerem als Jin. Es kommt zu einer Konversation der Organisationsmitglieder über ein geplantes Attentat. Neben den bekannten Gesichtern Jin, Wodka und Wermut nehmen auch für uns drei neue Mitglieder an dieser Besprechung teil. Zum einen natürlich Mizuna Shirina, die den Codenamen Kia innehat, sowie die beiden Scharfschützen der Organisation Chianti und Korn. Kier soll die Zielperson DJ während einem Interview am Ort ADP in Position bringen, damit einer der Scharfschützen ihn eliminieren kann. Am anderen Ende der Leitung ist Conan sichtlich geschockt über all das, was er hören konnte, und trifft dann zufällig auf Jody Starling vom FBI, die ebenfalls Kier auf der Spur ist. Gemeinsam versuchen sie hinter die Codewörter DJ und ADP zu kommen, um den Mordanschlag verhindern zu können, wobei Conan zumindest schnell hinter die Bedeutung von DJ kommt. Von den drei möglichen Zielen, Eisaku Tokiwa, Junji Sendo und Yasuteru Domon, schlussfolgert Conan, dass es sich bei Domon um DJ handeln muss. In dem Moment erhält Kier einen Anruf von Jin, was Conan natürlich wieder über die Radarbrille mitbekommt. Jin möchte sich hier vergewissern, ob alles nach Plan läuft, und vermerkt dabei am Telefon ein erneutes, sonderbares Rauschen, wie beim vorherigen Telefonat, welches eben von Kier ausgeht, was ihn sehr misstrauisch sein lässt. Zur gleichen Zeit kann sich Conan endlich die Bedeutung vom Tatort ADP erklären, welche nämlich den Haido Park beschreibt. Dort angekommen, gelingt es ihnen tatsächlich, den Mordanschlag zu verhindern, indem Conan Jody darum bittet, die Sprinkleranlagen im Park mit ihrer Pistole zu zerstören, um so die Leute dazu zu bringen, ihre Regenschirme auszupacken, damit Chianti und Korn kein freies Schussfeld mehr haben, wodurch die Organisation den Attentatsversuch auf Domon auf Befehl von Jin fürs Erste abbrechen muss. In der Menschenmenge kommt es dabei dazu, dass Kier ihren Schuh verliert, an dem sich die Wanze befindet, was natürlich die perfekte Gelegenheit für Conan gibt, diese zu entfernen und sich der Gefahr für Kogoro und Co. zu entziehen. Doch gerade als er den Schuh packt, packt auch Kier ihn, und die beiden schauen sich in dem Moment in die Augen.
Kia fragt Conan, ob dieser sie bis hierhin verfolgt hat und fühlt dabei dessen Puls. Daraufhin packt sie sich den Schuh samt Wanze und zieht sich mit der Organisation zurück, um einen erneuten Attentatsversuch zu besprechen. Conan hätte hierbei die Möglichkeit gehabt, die Wanze von dem Schuh zu entfernen, doch er hat sich bewusst dagegen entschieden, weil er etwas an Kia seltsam fand. Auch wenn er sich somit für ein Spiel mit dem Feuer einlässt, haben er, Jody und das FBI nun weiter die Möglichkeit, die Organisation zu verfolgen und Domon retten zu können. Conan trennt sich also von Haibara und Agasa mit der Bitte, dass diese auf Kogoror und Ran für den Fall der Fälle aufpassen, indem sie die beiden zu Agasas Haus rufen und sie so aus dem Geschehen nehmen. Jin, Kia, Wermut und Co. haben sich nämlich in einer Lagerhalle neu formiert und besprechen den nächsten Anschlagsversuch auf Domon, der diesmal an dem Ort Bane B von Kia eliminiert werden soll. Während Jin den anderen Mitgliedern ihre Positionen zuweist, fragt Kia Wermut, wo sich denn ihr Motorrad befindet, wobei es zu einer bedeutungsvollen Szene zwischen den beiden kommt. Wermut klopft hier nämlich auf den Tacho ihres Motorrades und fragt Kia, ob sie das sei. Das Klopfen steht hierbei für NOC, also die Abkürzung von Non-Official Cover, quasi ein Geheimagent bzw. verdeckter Ermittler, was Kia in dem Moment selbstverständlich verneint. Später, als die Organisation sich positioniert hat, startet das FBI den Versuch, vermeintlich Wermut auf ihrem Motorrad festzunehmen, was ihnen allerdings nicht gelingt. Es kommt zu einem schlimmen Unfall, der die Motorradfahrerin schwer verletzt. Zu Conans Überraschung handelt es sich bei der Verunglückten gar nicht um Wermut, nein, es handelt sich um Kia und das, obwohl die Wanze samt Tracker gar nicht in der Umgebung ist. Diese befindet sich nämlich immer noch an Kias Schuh, der wiederum jetzt in Jins Porsche liegt und genau hier wird es jetzt extrem spannend, denn die gestresste Chianti meldet sich bei Jin und fragt, wo Kias Anweisungen bleiben. Dabei bemängelt sie erneut ein Rauschen in der Verbindung, was Jin nach all dem vorherigen Rauschen rund um die Kommunikation mit Kia endgültig stutzig macht. Er packt sich den Schuh von Kia und findet dabei tatsächlich die Wanze. Kurze Zeit später erklärt Jin die Mission für beendet und spricht von einem neuen Ziel, das er nach einer Absprache mit dem Boss gewählt hat, nämlich die Dedektai Mori in Baker. Jin hat hier den Spieß umgedreht und die Wanze so verstaut, dass Conan ihnen nicht mehr zuhören kann, wodurch dieser nicht mehr den genauen Plan der Organisation verfolgen kann und äußerst verwundert ist, dass sich die Autos der Organisation von Domon entfernen. Nach einem kurzen Moment bemerkt Conan dann den Ernst der Lage. Kogoror Mori ist in absoluter Lebensgefahr, denn er ist nicht bei Agasa geblieben, sondern mittlerweile wieder zu Hause und hört sich dort das Pferderennen über seine Kopfhörer an. Mittlerweile hat sich die Organisation auf dem Dach gegenüber der Dedektai Mori versammelt, wo Chianti und Korn Kogoror bereits ins Visier genommen haben. Da Kogoror den Kopfhörer anhat, denken Jin und Co., dass er sie immer noch am Abhören ist, weshalb Jin mit ihm über die Wanze kommunizieren möchte, was dann allerdings natürlich Conan hört und eben nicht Kogoror. Jin fängt an ihn zu fragen, was seine Verbindung zu Sherry ist, da die Wanze, die er für Kier genutzt hat, der von Sherry damals in seinem Porsche enorm gleicht. Er gibt Kogoror dabei 10 Sekunden, um zu antworten, bevor er ihn erschießen lässt. Und Leute, der Countdown hatte es wirklich in sich, denn in letzter Sekunde schafft es Conan, die Situation durch Verwirrung ein wenig zu entschärfen, indem er aus dem Cabrio heraus die Scheibe der Dedektai mit seinem Fußball kaputt schießt. Weiter irritiert er die Organisation mit der Frage, wie denn das Pferderennen nun läuft, woraufhin Kogoror panisch seinen rausgefallenen Ohrstöpsel einsteckt, um das Ergebnis nicht zu verpassen. Jin zeigt sich hier allerdings wenig beeindruckt und befehlt sowohl Kogoror als auch Conan erschießen zu lassen, wobei Wermut aber interveniert, was wiederum Jin dann dazu bringt, seine Waffe zu zücken und auf Wermut zu zielen. Er fragt sie hier, welche Verbindung sie zu Kogoror hat und warum sie ihn scheinbar schützen möchte. Weiterführend betont Jin den Fehler von demjenigen, der die Wanze angebracht hat, da dessen Fingerabdrücke noch an ihr haften müssten, weshalb er diese unbedingt mit dem dann toten Kogoror vergleichen möchte. Doch bevor Jin hier seine Gedanken zu Ende aussprechen kann, wird ihm die Wanze aus einer unfassbaren Distanz von mehr als 700 Yards aus der Hand geschossen. Jin schnappt sich sofort Korns Scharfschützengewehr und möchte erfahren, wer um alles in der Welt diesen Schuss abgesetzt hat. Es ist
Niemand Geringeres als Shuichi Akai, der absolut badass-mäßig einen weiteren Schuss absetzt, der durch das Zielfernrohr von Jin geht und ihm seine Narbe unterhalb des linken Auges verpasst. Nach weiteren Schüssen und der Erkenntnis, dass das FBI dahinter steckt, befiehlt Jin den anderen Mitgliedern, sich sofort zurückzuziehen, wodurch Kogoro doch noch dank Conan und Shuichi gerettet werden konnte. In Jins Porsche spricht Wermut davon, dass Kogoro nur als Köder vom FBI genutzt wurde, um die Organisation in diese Falle zu locken, was Jin jetzt nicht zu 100% so sieht, da für ihn Kogoro nicht komplett unschuldig an dem Ganzen scheint. Zudem sprechen sie noch darüber, dass sie Kia aus den Fängen des FBIs befreien wollen und dafür einiges in Bewegung setzen werden. Gleichzeitig besprechen sich auch Jody, James und Shuichi im Haido Central Krankenhaus, wo nun Kia in einem Zimmer im Koma liegt. Shuichi betont, wie wichtig es war, dass der Verdacht auf das FBI gelenkt werden konnte und dass sie nun eine wertvolle Verbindung durch Kia zur schwarzen Organisation haben. Auf Shuichis Frage, wer denn nun der kleine Junge mit der Brille eigentlich ist, antwortet Jody, dass Conan ihr absoluter Lieblingsdetektiv ist, und damit endet diese heftige Konfrontation zwischen Conan, dem FBI und der schwarzen Organisation, zumindest fürs Erste. Was hier aber auf jeden Fall endet, ist Black Impact in Minuten für heute. Leute, schreibt gerne in die Kommentare rein, ob es euch gefallen hat und ob ihr vielleicht noch weitere Fälle in diesem Format sehen wollt. Ansonsten lasst dem Video gerne noch einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.